Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gepfeffer.com GmbH, eines neuen Videos, eines speziellen Autos. Heute mal was ganz anderes für euch. Audi R8 V10 Plus, kann man das schon nehmen. Offene Leistung, komplett Allrad, Performance, alles was man will. Und das Allergeilste, nicht bloß unser Fahrwerk, nicht bloß Hallis, sondern noch oben drüber, außen rundum, komplett Audi Sport Aero Kit. Das gibt es euch mal. Ja, hinten ist er dahinter versteckt. Ja, komisch, gell? Da ist gar nichts drauf. Der schließt so ab. Ist auch geil. Ne? Schon eine geile Nummer. Jeder sagt immer, ich würde den folieren oder kaputt machen. Nein, ich finde das richtig geil, dass das Aluminium ist. Ich habe ja selbst so ein Fahrzeug besessen. Ist schon eine Zeit lang her, als ich so ein Auto hatte. Müsste so 5 Jahre her sein, als das Ding nagelneu auf den Markt kam. Ich habe das ganz selbe Auto besessen, nur ohne das ganze ringsherum. Ohne diesen schönen 20 Zöllern, also diese originalen 20 Zöllern. Ich habe OZ damals gefahren und waren damals in Monaco auf der Top Marquez, waren wir Ausstellung mit Carbon RS6 und mit R8, mit dieser Camouflage-komischen eckigen Folierung. Und ja, hat richtig Spaß gemacht, habe da für das halbe Jahr, glaube ich, oder ein Jahr, wo ich das Auto hatte, 26.000 Kilometer auf die Uhr gefahren. Und dieses Auto hat 28.000 Kilometer auf der Uhr. Also das heißt, er ist so viel in den letzten 5 Jahren gefahren, oder dieses Auto, was ich auf ein Jahr gefahren bin. Ich bin viel gefahren. Aber der Sprit auch billiger, muss man auch sagen. Also V10 Plus oder V10 Performance, 610 PS, boah, der dudelt schon was durch. Ne? Also der Magda 20 Liter will er schon haben. Ich habe damals eine Capristo-Auspuffanlage drunter gehabt. Und das Auto, man kann es sich nicht vorstellen, das ist ja das Geilste bei dem Auto, weil du hast ja innen drin noch diesen Knopf für die Lautstärke, für den Auspuff, was es ja heutzutage nicht mehr gibt, bei den ganz neuen wohl jetzt wieder. Drückst das Knöpfchen und das Auto ist kommt null, nothing, niente. Da geht so ein kleines 40er Rohr von einer Seite zur anderen und da geht das durch die Töpfe und dann kommt sowas raus. Und dann schaltest du um, dann geht das vorne mit diesen zwei S-Bögen raus. Und Wahnsinn. Also da haben wir noch Videos, vielleicht können wir die einspielen, muss ich mir mal schicken. Da haben wir abends mal einen kleinen Test gemacht, aber das war mit Handy gefilmt und das ist ja 5 Jahre her, da war die Qualität noch nicht so megamäßig. Vielleicht können wir das einspielen, war krass. Ja, was haben wir hier gemacht? Kunde hat uns angefragt, wie sieht es aus fahrwerkstechnisch? Sagen wir ja, haben wir was. Variante 4, Zug, Druck, Low und High Speed. Haben zusätzlich noch HLS verbaut. Können wir euch natürlich dann auch gerne vorführen, wie das aussieht, was der HLS dann macht. Ja. HLS insofern, weil der Kunde gesagt hat, das Auto soll nicht recht viel tiefer werden, das Auto kriegt richtig Performance, weil der ganze Aero-Kit, wo wir auch von Wasold, von Dennis bezogen haben, über Dennis bezogen haben und dann wir montiert haben, komplett, Simon hat das komplett in Eigenregie dann alles angebaut, also ist nicht bloß so mal schnell ein bisschen ein paar Löcher bohren und ein bisschen anschrauben, das ist richtig Arbeit, Stoßstangen hinten vorne runter, unten die ganzen Plastikverkleidungen runter und, Spoiler hinten weg, alles ausbauen, ist richtig viel Arbeit, aber wie gesagt, das Endergebnis sieht megamäßig aus. Farbetechnisch wäre es wahrscheinlich brutaler, wenn das Auto weiß, rot oder sonst irgendwas wäre. Käme dieses Aero-Kit noch ein bisschen extremer rüber. Aber so ist es halt mehr dezent. Und wie würden die Amerikaner sagen, es ist ein Sleeper. Ne? Und warum wird es ein Sleeper? In der Hinsicht, jeder meint, ja, R8, 610 PS, geht schon was. Ne? Der kriegt noch einen so einen krassen Biturbo-Umbau, dass wir über die 1000 plus kommen. Und das wird dann so richtig geil. Also, das wird nochmal so eine richtige Nummer, sage ich jetzt mal. Kann man so ein Auto noch als Sleeper bezeichnen? Dann schon. Selbst wenn es original ist? Dann schon, darum sage ich ja. Darum habe ich ja gesagt, R8, da kommt der eine mit RS6, sagt R8, vergiss doch die Kiste. Lädt durch, verstehst? Turbo, zack, weg. Machst damit ein 4R32 Turbo schon platt, das Ding. Und dann hast du da schnell mal so noch zwei Ballermänner drauf. Siehst ja überhaupt nichts, sieht ja komplett original aus, das Ganze. Vielleicht vorne die Lagerluftkühler, die wo da vorne vielleicht mit diesen, wo wir im V10 mit dem Lambo da gehabt haben. Und dann sagst du, leck mich doch am Arsch, das Ding geht ab wie Schmitz Katze. In dem Sinne. Ja, HLS verbaut, können wir euch gerne zeigen. Hebt richtig weit raus.
wollte der Kunde so haben, dass er, wir haben HLS4 verbaut, dass man hinten und vorne gleichmäßig anhängt. Original bei KW gibt es ja nur in Anführungszeichen HLS2. Wir haben HLS4-Kit verbaut. Warum HLS4-Kit? Deswegen nicht bloß, dass man vorne mit dem ganzen Carbon Schwert und so weiter, dass wir ja jetzt hier weniger Bodenfreiheit gekriegt haben, haben wir gesagt, der Kunde hätte eigentlich vorgehabt, das Ganze auf der Rennstrecke zu bewegen. Darum auch später nochmal Felgen, sollen richtig schöne, geile Felgen kommen, richtige leichte Felgen. Von der Tochterfirma von KW, jeder weiß jetzt, um welche Firma das es sich handelt, haben wir schon dementsprechend Angebot abgegeben, mit einem geilen Pirelli Trofeo-Reifen dann mit drauf, dass die richtige Performance dann noch rüberkommt. Und, ja, wie gesagt, sollen auch wieder in diesem Schwarz dann sein, aber in Schwarz-Matt dann. Und da spart man dann auch noch ein paar Kilos ein. Und eigentlich war es da geplant, oben zu fahren. Wir haben aber davon der Sache abgeraten und der Kunde hat gesagt, okay, man könnte es fahren, weil wir haben Dropkit verbaut. Dropkit lässt sich ja immer oben fahren. Ich habe es schon 100-mal erklärt. Man kann das immer oben fahren. Es ist nicht geschwindigkeitsabhängig, weil viele Leute immer googeln und irgendwie das Ganze dann bei KW nachlesen, dass das Ganze bei irgendeiner Geschwindigkeit 25 km/h sich oder 48, 50 km/h, ich weiß es nicht, anhebt, absenkt und so weiter. Du bist komplett flexibel mit dieser Fernbedienung. Das heißt, ich betätige diese Fernbedienung, kann auf, ab, wann, wo und wie ich will. Ne? Immer ganz auf und ganz runter, kein Zwischenmodus, irgendwie plus 2 cm hoch, gibt es nicht. Auf oder ab. In dem Fall jetzt, er kann komplett überall reinfahren. Es war ihm wichtig, dass das Auto dann wieder angehoben diese Höhe hat, was er original hat. Und das ist ungefähr so. Ne? Ja, Auto ist sehr gut ausgestattet, von Carbon serienmäßig. Also wir gehen mal durch, wenn was Serie ist. Serie Carbon, auch Motorraum, Serie Carbon. Hä? Dann wäre Serie Carbon der Spoiler hinten, aber da haben wir jetzt diesen kompletten Aero-Kit-Spoiler, der auch in Carbon ist, das original Audi Sport ist und nicht bloß ein Aufkleber außen drüber, sondern der ist lackiert, das ist drunter. Ja? Und hinten Diffuser ist original auch Carbon, aber der ist noch ein bisschen überdimensioniert. Also ich kann das mal kurz zeigen, wir haben einen kleinen Liegen. Ja? Also die Stege sind schon ein bisschen, ja, ein bisschen extremer, ne? Ragt auch ein bisschen weiter nach hinten draus. Die Teile sind natürlich jetzt hier gar nicht mehr eigentlich serienmäßig dran, musst du die Stoßstangen abbauen, um diese Flaps dann seitlich noch zu montieren. Ne? Wenn wir jetzt nochmal gucken, was der originale Spoiler wie der aussieht, ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Also der eine zum anderen, ja, ist schon ein bisschen aggressiver, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ne? Ja. Ansonsten, Frontspoilerschwert haben wir natürlich auch, serienmäßig eigentlich eins, aber das ist ja so ein kleines Spielzeug eigentlich nur. Ne? Und bei dem Auto, bei dem Aero-Kit jetzt, ist das schon mit diesen Lufteinlässen, mit diesen eingearbeiteten Lufteinlässen nochmal ein bisschen weiter nach unten gezogen, in der Aussparung eingearbeitet, finde ich eigentlich schon nochmal ein Stückchen geiler. Ne? Auch mit diesen Flaps, die hier noch mit angearbeitet sind, mit diesen Aero-Flaps. Richtig, richtig geil. Und dann hast du die Side-Curts, die seitlich noch mit dran sind, unten am Schweller, die das Ganze auch nochmal abrunden, finde ich eigentlich eine perfekte Lösung, was das ganze Kit betrifft. Ja, das ist jetzt mal der Aero-Kit. Die Variante 4, was das Allergeilste eigentlich bei der Variante 4 beim Audi R8 ist. Dass du es hinten durchsiehst. Ha? Dass du es hinten durchsiehst. Richtig. Du fährst und jeder sagt, was hat denn der da unten dran? Was ist denn da bitte schön zu sehen? Richtig geile Nummer. Du kannst hier Zugdruck, Low and High Speed, die Zugstufe, Entschuldigung, nicht natürlich, Low and High Speed Einstellung komplett hier vorne. Gibt es denn was Geileres? Also das ist schon so richtig geil gelöst. Das sagt immer wieder auch, das sieht man, wenn sie mal einbauen und sagt, geiler geht es eigentlich nicht. Und wenn man das von hinten guckt, das hat KW richtig geil gelöst und sich da was ausgedacht. Lieber mal 20 cm mehr Leitung dran gemacht und das ist schön positioniert. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ideal gelöst, um das Ganze auch zu verstellen. Weil wenn ich möchte, dann kann ich hier einstellen, wie ich will. Ich hoffe natürlich, ihm wird keiner die Zug- und Druckstufe mal verstellen, wenn sie der von der Disse steht oder so. Wäre natürlich scheiße. Ne? Aber in der Regel fasst da keiner hin. Ja. Wir können auch gerne soundtechnisch euch mal was zeigen. Ja, viele Leute, wenn, egal wann das Video jetzt dann mal angesehen wird oder in den nächsten Jahren, damit sie sagen, wie viele Leute, so haben sich Autos angehört damals. Richtig, so haben sich Autos angehört 2016, 2017, wo es noch kein OPF gab. Lecco Mio. Ja? Also für Original nicht ganz schlecht und mit der originalen Taste. Das können wir auch gleich nochmal vorführen. Du hast ja alles schön am Lenkrad. Das Lenkrad wird ja gerne zweckentfremdet. Das heißt,
Dieses Lenkrad wird ja ganz oft in TTs und sonstiges oder RS6 haben wir schon letztes Mal doch gefilmt, mal, wo das eingebaut haben. Finde ich halt schon als geile Lösung. So, wir sind schon am Dynamikmodus. Und jetzt können wir euch mal kurz keinen kleinen Gasstoß geben, was so ein Saugermotor. Wir werden das nicht jetzt übertreiben, aber ich sag mal so 5000 Touren ist überhaupt kein Problem. Schon eine geile Nummer, aber dann geh hier hin. Dann magst du, jetzt mach ich auf Sport. Das war normal, das war jetzt noch Sport. Jetzt haben wir das Ganze mal auf Komfort geschaltet und jetzt hört sich das mal an. Jeder würde sich jetzt denken, da ist doch immer noch. Nein, ist das nicht. Da macht es plump und da macht es bums und da macht es knacks. So macht es das. So muss das. Zacke Bum, Zacke Beng hat's gemacht. Ja, wir sind begeistert immer noch von einem Auto, das einen 10-Zylinder-Motor hat und kein OPF hat, originalen Auspuff hat und du ohne Probleme mit diesem Fahrzeug durch die Gegend fahren kannst und ohne dass du irgendwo Probleme kriegst. Also wie gesagt, Auto ist natürlich serienmäßig richtig geil ausgestattet, braucht man nicht sprechen. Da reden wir vom Neupreis von über 215.000 Euro. Mittlerweile kriegt man ja diese Fahrzeuge schon, in Anführungszeichen schon, um die 100, bisschen über 100, in solcher Kilometer- und Ausstattungsgeschichte. Und wenn man das jetzt rechnet, was man hier noch investiert, hat man ein extrem geiles Fahrzeug. Wir freuen uns auf alle Fälle, was dabei noch rauskommt bei der ganzen Sache, weil der Kunde hat gesagt, er hätte noch ein bisschen was vor. Kommt noch ein bisschen Sitze, kommt noch ein bisschen Bügel, kommt noch ein bisschen Hosenträgergurte, kommt noch rein. Lauter solche Geschichten. Also das wird bestimmt noch eine richtig geile Nummer. Also das ist jetzt der Teil 1 von, ich weiß nicht wie vielen Teilen, dass dieses Auto bzw. Videos bekommt. Also, es hat mich gefreut. In diesem Sinne, macht es gut. Servus, Havadere.